Das ist das Camperfin. Besser gesagt, Sicht aufs Hochmoor Camperfin. Und der neue Turm, das ist jetzt eben das, was eben diese Sicht dann ermöglicht, mindestens bis zum Graben. Und das hier, das ist der Wuni in Begleitung von einer Grabser Bürgerin. Der Wuni, das ist der Andreas Fetsch, Gemeinderat und Präsident von der Natur- und Umweltkommission Grabs. Im 2016 bereits, bevor der Andreas hier Präsident war, bis 2021, da hat man Ideen gesammelt für den Turm. Man hat verschiedene Interessengruppen angehört, den Standort festgelegt, die Umsetzung koordiniert. Und dann eben dieses Jahr, quasi unter der Leitung des neuen Präsidenten, da ist das umgesetzt worden. Und jetzt stehen wir auf dem fertigen Turm oben. Aber lassen wir gerade am besten mal, was der Andreas zu dem Projekt sagen hat. Zuerst schon mal und nachher zeigen wir dann auch, wie das Projekt zustande gekommen ist. Der Andreas Fetsch. Sandy, jetzt stehen wir zuerst mal hier oben. Also ja. Man kann sicher stehen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, wir haben gefreut, dass wir jetzt den Camperfeiturm machen können hier. Und dass wir den jetzt öffentlich machen können für die Leute. Sagen viel, sagen einen schönen Bau, gefällt den Haufen. Ja. Und ist auf spezielle Art und Weise zustande gekommen, gell? Ja, also da haben natürlich schon meine Amtsvorgänger hier viel gearbeitet dran und sind Meinungen eingeholt worden von einem Haufen Leuten. Das ist jetzt ein Endresultat hier. Wir haben jetzt dieses Jahr haben wir eigentlich dort die Umsetzung machen. Zusammen mit Betrieb und Lehrling, oder? Ja, genau. Das war so eine Grundidee, dass man hier das Gewerbe mit einbezieht. Wir haben ja das Grabs gute Lehrbetrieb. Und dass die gerade auch zeigen können, wie ihre Lehrlinge hier arbeiten, ist ja das ein Projekt, das sich anbietet, um mit Lehrlingen zu machen. Und die haben sofort mitgemacht, also mit Begeisterung. Du kennst dich hier oben ja aus, du hast schon den Altturm kennt. Also sieht man genug hier? Ist er hoch genug, oder was sagst du so? Ja, eben. Es gibt ja andere Gemeinden hier in der Region, die am hohen Turm planen sind. Und wir haben jetzt ja eigentlich den höchst gelegenen Turm hier zu Grabs. Und mit 4 Meter Höhe ist ja das Ziel, dass man hier über das Turberietier sieht und eigentlich auch den offenen Graben noch sieht. Und das Ziel hat man hier erreicht mit dieser Höhe. Ja. Jetzt hättest du glaube ich, noch etwas im Sinn, gell? Wenn man hier so ein bisschen umschaut, hättest du glaube ich, noch ein bisschen im Sinn, dass man hier unter Umständen noch ein Täfel hertäte, damit man noch ein bisschen ortskundig wäre, wenn man hier oben ist? Ja, genau. Wir möchten eigentlich ganz dezent hier noch auf die Brüstung her so Infotafeln machen, dass man ein bisschen geografisch noch würde erklären, was man hier alles Schönes sieht. Und dann auch noch zur Entstehung oder zu dem Turberiet, der ja ganz speziell ist, wo wir da stolz drauf sind, dass man hier noch ein paar Informationen gibt. Aber ganz, ganz dezent, oder? Wir sind hier örtlich gesehen, sind wir hier im Rosshag. Da ist ja gerade ein Parkplatz in der Nähe. Wir können aber auf dem Camperviehweg hier vorlaufen. Wir können hier eine Art durch die Voralpstrasse drauf. Ins Campervieh hintere. Der andere Zugang wäre über die Meienbergstrasse hinten nur. Auch sehr schön hier durch die Rieter, die man sieht, die Streuen, die man sieht. Selbst wirklich sehr, sehr schön. Man könnte aber auf Wildhaus gehen, man könnte dort dann über das Alpli gehen und dann hier einen Abstecher machen. Mühlberg, ja. Genau. Ja, und eben mit dem Velo fahren, mit Strom, braucht es vom Grabsenweg schon 2 bis 35 Minuten ohne Strom, sagen wir mal eine Stunde. Und die Rennfahrer eben haben das auch in 25 Minuten. Also es ist ein Katzensprung zum Laufen von der Voralpen weg. Parkplatz Nummer 9 wäre es dann. Ja, genau. Aber ich denke, oh, da kann man noch laufen von der Voralpen. Das ist eine schöne Wanderung hier. Ja. Muss aber beachten, wir sind hier in einer Schutzzone, oder in einem Schutzgebiet. Das heisst, man darf das Moor selber nicht betreten. Es hat markierte Wege und es hat ganz prominent Stopptafeln, dass man nicht dahinter geht, dass man nicht in die Zone reinkommt, wo man sich nicht aufenthalten sollte. Das ist zum Schutz der Tiere und der Vegetation. Und auch pilzeln darf man nicht in dieser Schutzzone hin. Also das sollte man schon beachten, ja. Ja, der Bauplatz bereitgestellt, Fundament völlig organisieren, Transport etc. Das ist von der Forschgemeinschaft Grabus gemacht worden. Und das Fundament, der Metallsockel, bei EMT Lipu. Das Endprodukt, das gibt, da haben wir hier den Turm, der gebaut wird, am Camperfin oben. Wir haben die einzelnen 3D-Zeichnungen. Unterkonstruktion. Wo nachher auf dem Boden aufliegt, wo nachher die verstellbaren Füße drauf geschraubt werden, dass man die Holzkonstruktion kann drauf oben abfangen, der Unterkranz, wo man dann nachher da im 3D-Modell da unten rein sieht. Darauf an die roten Sachen und die Schrauben, ja. Wo es nachher die ganze Holzkonstruktion dran angeschraubt wird, wo der Aufbau dann drauf kommt. Wir stellen hier wie schon gesagt, die Unterkonstruktion her, plus die Einzelteile,
wo der Zimmermann braucht für Stege. Von wem seine Stege tritt, können an der Außenkante anschrauben. Ich würde sagen, wir schneiden noch das Material zu, machen die Löcher reinbohren, dann die Teile noch vorbereiten zum Schweißen, dann zusammenfügen, schweißen, verschleifen. Ja. Und bei den Träger, bei der Unterkonstruktion Träger, die Löcher reinbohren, dass man die Stellfüße drauf hinschrauben kann. Okay. Eben, das ist die mittlere Platte, die wir Verbindung haben zwischen den Trägern. Das heisst, eine Platte ist unten dran. Da kommt hier noch der Träger drauf, der gegen raus schaut. Die Platte kommt oben drauf, wird verschraubt. Und dann haben wir von der Kraft her eine formschlüssige Verbindung, dass wir einen schönen Stern haben, dass wir die Kraft verteilen auf den Boden. Ja. Und eben die Stellfüße sind hier, wo man in der Höhe den Holzbau schön einstellen kann. Also wenn man jetzt irgendwo Gefälle hat oder der Boden nicht ganz eben ist, kann man das noch schön ausrichten. Kannst du jetzt gerade dokumentieren, was du machst, die einzelnen Schritte? Ja, ich tue jetzt hier anzeichnen, hier wie aufs gegebene Mass. Und dann tue ich das einstellen und mit einem klaren Strich anreiten. Und nachdem ich hier alles angewiesen habe, kann ich hier mit dem Körner schön aufs Kreuz ansetzen. Den ein, gehe und habe hier einen schönen Hick drin. Jetzt haben wir hier die zwei Löcher angezeichnet, wo wir jetzt auf der Bohrmaschine bohren können. Bevor ich anfange mit dem Schweißen, tue ich hier alle Materialien schön abspannen, damit sich während dem Schweißen auch nichts verzücht. Kann ich anfangen hier zu schweißen. Dann kann ich hier anfangen, die Schweißnaht schön ewig abzuschleifen. Also mit dem Kran, so die schweren Teile, die wir nicht per Hand rumlaufen, die nehmen wir natürlich mit dem Kran. Ich schaue in die Luft, dass man nicht hinabkommt. Wenn man jetzt bereits vorgefertigt, das ist jetzt so unter Kranz, das ist geschweißt, geschliffen, ist bereit zum Bürferzinken. Und die Löcher alle drinnen vorbereitet für den Holzbau. Jetzt sind die Teile zur Seite, dass man da vorne die Träger noch bohren könnte. Das tun wir mit der Magnetbohrmaschine, weil die Träger nicht so einfach sind, um hier die Ständerbohrmaschine zu nehmen. So haben wir hier ein anderes Prinzip, um die Bohren. Kannst du gerade die Löcher noch vorbereiten? Ja. Hier tun wir jetzt auch wieder anreissen mit dem Stichmaß und der Reissnadel. Hier tun wir jetzt auch wieder, wenn ich angezeichnet habe, Körner. Das ist eine Magnetbohrmaschine. Die hat unten einen Elektromagnet, den man ein- und ausschalten kann.
und dann ist die fest am Träger. Kann ich hier auch wieder mit dem Spitz ins Vorkörner das Loch gehen, den Magnet anschalten und in Ruhe bohren. Das ist eine von den beiden Lasermaschinen, die wir haben. Das ist ein Plattenlaser, das heisst, die Stahlplatte wird draufgelegt. Im Moment läuft es mit Aluminium, aber wir haben unsere Laserteile auch drauf gemacht. Die Stahlplatte wird draufgelegt, wird mit dem Arm auf den Rechen befördert, wo sie noch eingeschoben wird, zum Bearbeiten. Eben haben wir die Stahlplatte. Die 10 mm dicke Stahlplatte, die ausgelasert worden ist, wo wir die Löcher alle reinbrennen können. Und natürlich passgenau übereinstimmen jetzt mit unserem Träger, den Thomas vorher gebohrt hat, haben wir den gleichen Abstand. Und dann können wir das auf dem Bau nachher direkt zusammenschrauben mit der M12-Schraube, die man dann hier verwendet. Gut vorbereitet ist halber Bau da. Vor Ort sind wir nicht dabei, wo eben das Fundament auf die Pfeilung aufgesetzt worden ist. Wir sind dann weitergegangen zu Holzbau ganz dabei. Ja, natürlich im Holzbau schon längst auch CAD-Zeichnen, CNC-Fertigung, längst natürlich Einzug gehalten. Da sind es gerade beim Mittelmasten dran, die Eiseli, das sind dann eben die Stützen für die Stegentritte. Und da sehen wir jetzt, wie so etwas heutzutage halt verarbeitet wird. Also alles wirklich sehr, sehr genau verarbeitet. Das werden wir dann beim Bau noch sehen. Es ist dann alles eben auch sehr pap und das gibt mal dann auch Schwierigkeiten beim Zusammensitzen. So einfach ist es eben eigentlich nicht, obwohl die einzelnen Teile sehr, sehr gut aufeinander passen. Ja, das jetzt einmal die Vorfertigung, auch hier in der Bude, das Grabstop im Brennerswiese und nachher eben dann auch wieder vor Ort, wie man das aufgebaut hat, wo dann echt eine komplizierte und auch ein bisschen langwierige Sache war, die über 3 Tage gelaufen ist. Was ist jetzt das hier? Das sind die Löcher, die man nachher drüber rein tut. Die werden verleimt mit Schaumleim. Das sind also hier. Also gibt das ein Geländer nachher? Nein, das hier sind Steigentritt für die Wendeltreppe. Das sieht man hier. Cool, jetzt zeig mal. Ja, sag nichts. Wie ist das so für dich zum Plan lesen? Also weißt, für mich ist das irgendwie ein Strickmuster. Kommst du daraus, wenn du etwas siehst? Ja, mit der Zeit kommt man schon daraus, mit der Übung. Und in der Schule lernt man Pläne zeichnen von Hand und das gibt dann irgendwann eine Routine. Und mit der Zeit kommt man daraus und das Büro macht das so recht und gibt da Zeichnung ab, wo man daraus kommt. Und jetzt noch eine blöde Frage, weißt du, das sind dann einfach normale Löcher. He? Da musst du zweimal bohren und du nimmst dann die Mitte aus. Ja, die Mitte habe ich jetzt so Bretter aneinander mit dem Winkel angehebt und aha, ein Riss überzogen. Und dann kann ich hier mit dieser Maschine hier auf den Nullpunkt gehen, in der Mitte. Aha. Und dann anheben. Und dann sollten die Punkte genau stimmen. Aber schon eine recht genaue Arbeit, gell? Ja, wenn man weiss, wie vorgehen und ein bisschen genau muss es schon sein. Aber eben, wenn man etwas weiss hier vorgeht, dann wird das schnell mal eine gute und eine genaue Sache. Bist du jetzt im letzten Lehrjahr? Ich bin im letzten Lehrjahr, ja. Jawohl. Dann bist du auch da eben schon voll ausgebildet, mehr oder weniger. Ne? Jawohl, ja. Sieht einfach aus, okay? Nur das muss man lernen. Menge ja, vom Leim. Nicht zu viel Leim, die sichtbaren Sachen. Aber gleich genug, dass es dann hebt. Wieder so ein Plan hier, he? Das ist ja relativ schwierig, um das zu lesen, oder nicht? Ja, wenn man ein bisschen weiss, wie, dann geht es schon, ja. Bist du jetzt im zweiten oder schon im dritten? Nein, im vierten. Im vierten? Ja. Also sind wir beide jetzt, beide Lehrling hier im Abschlussjahr, he? Ja, genau. Ja. Wo machst du es da? Weißt du, ob du schon eingekühlt oder hast du geschaut? Ja, jetzt muss ich hier die Bauteile raussuchen, weil die kommen nachher Stahlteile her. Ah. Und dann muss ich die nachher herschrauben, ja. Stahlteile, warum? Ja, zum denke ich, um auf der Baustelle verbinden können. Aha, okay. Das ist alles für den Turm hier? Ja, genau.
Das ist ein riesen Puzzle, nicht? Ja, man, ja. Dann ändern wir neu, bauen sie oben zusammen. Ja, so Geländerteile machen wir so zu Elementen hier, aber der grösste Teil wird schon oben zusammen gemacht. Ja. Weißt du, da kommt mir vor wie IKEA, wenn ich das anschaue. Weißt du, 100 Teile und ein paar tausend Schräubchen. Ja, genau. Das ist fast ein bisschen wie Lego bauen. Ja. Gell? Ja. Ja, du. Also, die schwierigen Sachen, alles mit CAD. Ja, wird alles auf dieser Maschine gemacht. Ja. Aber das muss man schon noch können, das liegt noch. Ja, ich sage, das Zeichnen oder das Planen und das Vorbereiten ist sicher schwieriger, wie die Maschine hier bedienen. Da ist einfach wichtig, dass man zur Maschine schaut, dass sie läuft und dass man das richtige Holz her tut. Ich habe mal probiert, das war meine Erfahrung. Dann am Anfang habe ich gemerkt, scheiße, ganz ein falscher Befehl. Und dann war das Zeug schon dahinter. Was machst du denn? Ja, dann musst du ziemlich schnell halt auf Löschen drücken und schauen, dass sicher durch die Maschine nichts kaputt geht. Mir ist einfach das Teil kaputt gewesen. Ja gut, dann geht es noch, ja. Und eben ein grosser Teil wird das nicht hier oben zusammengebaut, oder? Ja, hier wird dann vorgefertigt, ein bisschen gescheit biegen und nachher aber zusammen machen, dann ist alles hier oben. Ja. Und wer hat denn das designt, das, weißt du, das Bild hier? Den haben auch Ziro gemacht? Ja, geplant jetzt bei uns der Benjamin Buxer. Ja, ich denke, es mit Absprache mit der Gemeinde und die, die etwas dazu zu sagen haben. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt gut. Und jetzt können wir mit der ganzen Geschichte hier richtig Lukas. Und ja, dann müssen eigentlich die Streben schön kommen, oder? Ja, sie sind jetzt eigentlich schon recht. Ja, aber sie können ja noch nicht. Jetzt müssen wir mal den Stein schlagen. Du hast den hingekommen. Ja, meinst du, können wir jetzt nicht klopfen? Ich denke. Sie sind nämlich, der Schnitt ist echt gut. Du hebst den Pfosten, ja. Lukas, oder? Ein bisschen putzen. Ja, aber eben, wenn wir hier ein bisschen rauskommen, dann kommt er schon an. Also, ich kann probier mal klocken. Ja, ja, und probier mal auf dem anderen. Ja, leicht. Und unten? Gib mal an. Oh, du schaust ein bisschen so aus. Ja. Da für den Beschnitt eigentlich sehr gut sein. Ja, warte mal. Ja, kannst. Er kommt nicht raus. Kommt er nicht raus? Wenn er reinkommt. Ja, er kommt schon. Schon? Ja. Also bei dir? Bei dir. Jetzt noch. Drück noch, gell? Ja. Was im Senkel ist. Da hebst du jetzt eine Woche lang, oder? Hoffentlich nicht. Da nochmal, oder? Ja, probieren mal mit einem Rollgerüst. Ja. Der kommt. Der kommt. Ja, aber der andere Tina ist nicht mehr so. Muss es denn so ganz genau sein? Ja, es ist jetzt einfach mehr, dass nachher die Streben noch gut reingehen. Aha, ah, ja genau, das habe ich natürlich, das genau. Passt, ja. Ja. Ja, schon hier.
Wow. Also. Ja. Ändern. Jetzt kommen wir mal langsam das Bild drüber. Komm mal eine an. Nehmen wir zuerst noch das Windrill. Gleiche Höhe. Ist gleiche Höhe? Ja. Ja, die ist auch weit unten. Aber gell, wenn man ehrlich ist, ist es schon noch so einfach, ist nicht, wie es aussieht. Ja, nicht immer. Ja. Ein kleines bisschen verkantet und dann nachher ist ein Krampf. Eh? Ja. Jetzt kannst du mal die Platte gut rein. Ja. Ja. Perfekt, hä? Top. Was suchst du jetzt? 21? 22 und 20. Hoppla. Also das 21 kannst du mal bringen. 22. Also das braucht man nicht. Da oben drauf. Ja. Habt ihr noch blau alles nummeriert? He? Ja. Dass man weiss, wo wir raus. Mhm. Und das ist das 21? Sieht sie, ja. Was ist denn das da? Streben? Nein, der kommt noch so. Oder dort. Hier drauf. Ah, ja. Ja, eine eindeutige Geduldsarbeit, wie man auch sieht. Ein Haufen Nummern natürlich, ein Haufen Teile und was passt woher. Planlesen muss man ganz gut können. Sonst ist man ohnehin aufgeschmissen. Und dann bin ich ein bisschen in die Luft gegangen, um es mal von oben ab anzuschauen. Ja, eben, das Turberiet von nationaler Bedeutung ist das ja. Seltene Tiere und Pflanzen, Heidelbeeren, Zöte, Blumen. Es ist wirklich wunderschön. Man darf das natürlich hier nicht betreten, aber es hat dann hinten auch noch einen Steg und man kann einfach rundherum gehen. Es ist ganz, ganz interessant. Und eben zum Beobachten hier natürlich dann auf dem Hochsitz oder wie man kann sagen, auf dem Turm oder wie man auch sagt, wirklich etwas sehr Interessantes. Es hat dann auch noch ein Beizen in der Nähe, nicht vergessen. Und ja, es gibt auch viele interessante Informationen, zum Beispiel, dass man schon 1850 dort Dorf gestochen hat und so weiter. Also es ist halt die Umgebung. Aber ihr seht, sie da haben keinen Blick können auf die Landschaft werfen. Sie haben alle Hände voll zu tun gehabt. Die Kogge Beschläge, die müssen natürlich ganz genau sein, damit sie wirklich gut zusammenhebt. Aber das ist noch ein kleines bisschen gefetterlt, wie ich so sage. Also es hat Geduld gebraucht. Mal ein kleines bisschen links drücken, ein bisschen rechts drücken und so weiter. Ja gut, es war ein bisschen näppelig hier. Es war schon richtig herbstlich. Am Morgen 4,5 Grad. Also warm ist etwas anderes. Und ich dachte, ich gehe jetzt einmal. Und bin dann am Dienstag, also am nächsten Tag, wieder gekommen und hat mich dann interessiert, wie sie es hatten, hier mit dem Aufstellen. Wie haben es hier mit dem Beschlag gestern? Ja, hat dann schon am Schluss. Haben ihr ein bisschen klipfen? Ja, ein bisschen. Zeugen klipfen und so weiter? Ja, alles ein bisschen. Warum sind denn die so kein Part hier? Die haben halt keine Luft dazwischen. Oder die müssen dann gleich stimmen. Überein. Wegen dem Wasser, oder? Ja, also die sind da dazwischen schon das Wasser durchrinnen, ja. Aha. Aber schon gerade ein bisschen eng gemacht, hä? Ja, aber der muss so. Hast du es 45? Ja, so bremst es gerade hier. Auf den. Und dann müssen wir sogar noch lösen. Ja, dann löse ich oben. Wenn wir nicht noch. Und dann nachher. Nein, dann mache ich noch eine Schwenkklappe oben her. Ja. Hast du noch etwas? Wie sagt man denn, Latte? Schwenkklappe. Die ist zum Fixieren? Ja. Oh. Du, siehst du von dort oben den Graben? Ja, ich sehe etwas, ja. Kommst du von oben dran? Und dann kannst du noch einfach auf den anderen. Siehst du den Graben, Niki? Von da nicht, nein. Meinst du, sieht man von dort oben? Wir hoffen es, oder? Man sieht es nicht. Ja. Mal sieht gut aus. Du hast die richtige Schraube jetzt. Ja, kommst du schon. Ja.
Noch mehr? Ja, schon noch ein bisschen. So, etwa. Jetzt kannst du ja auf den anderen Stock. Ja, bringst du ihn allein rein. Das wird schon gehen. Ja, nein, jetzt musst du... Nein, er kommt nicht rauf. Ja. Ja. Warte, komm, der schenkt mir. Du, wie hoch ist das heute schon? 4 Meter, oder? Ja, gerade etwa, ja, wahrscheinlich. Jetzt noch mal eine Frage, hast du es hier oben den Graben gesehen? Ja, den habe ich gesehen, ja. Super, dann stimmt die Höhe gut, he? Ja. Eine coole Arbeit für euch, oder? Da zum den Turm bauen. Ja, das ist es, ja. Sieht super aus. Machen wir auch gut. Cool. Suchst? 79. Oh, da hätte ich noch die Tochter, Jahrgang 79. Oh, das ist schon die. Ist schon die, ja? Ja. Den anderen hat keinen Platz. Aha. Aber ihr habt Sagen, oder? Ja, schon. Ihr, ja. Und wie hast du es so mit diesen beiden Eltern? Ja, ja, gut, ja. Das ist für unter den Boden hier. Warum? Ja, auch als Holzschutz. Aha. So, bitte. Ja, dann, hä? Jetzt musst du einbringen. Ja.
Den Zugang machen wir dann schon noch schöner. Unten dort. Dann machen wir einen schönen Schnitzelweg. Du, wenn man hier wandern will. Also, ich denke, es hat eine Rolltreppe rauf. Nein, es ist mehr, dass ihr nicht alle direkt da rausschlägt. Ihr hättet noch den Teppich ausgerollt, nicht schlecht. Könnt ihr vom Unterland oder vom Oberland vom Unterland natürlich, ja. Aber der Turm habt ihr dort nicht, obwohl er eigentlich als Urgestein von Liechtenstein sind. Ja, also ich würde jetzt auch sagen, Liechtenstein wüsste jetzt gerade nicht, wo mal ein Happiger Fly hat, so irgendein Turm. Ja, ich glaube nicht, dass der überhaupt mal funktionsfähig ist, meinst du schon? So, jetzt wenn wir da von graben. Was ist die Funktion von einem Turm? Ein Turm zum Aufsteigen, oder? Ja, gell, haben wir uns auch gefragt. Was das, ist das jetzt ein Turm, oder was ist das jetzt? Hat niemand einen Pfeilstecher dabei? Mal, was möchtest du sehen? Ein Weisse dort hinten. Das ist ein Schneehase. Also, mit viel Fantasie, ja. Mit viel Fantasie. Nein, das ist schön. Ich habe gesehen, du da kommst gerade in eine Taubstadt, in eine ganz andere Welt. Wie lange gibt es denn der schon, den Turm? Wie lange gibt es den schon, Andi? Hat sich gefragt. Das ist ein Hütchen drin, ja, genau. Oder? Ja. Mhm. Ist es angeschrieben? Ja, das finde ich gut. Das ist auf dem Weg. Seit einer Woche. Echt? Das ist aufrichtig. Das ist ja toll. Ah, ja, jetzt hat man nur noch etwas zum Anstossen. Genau. Das Sekt haben wir nicht mit. Ja. 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 Das ist gerade Nigel. Ja, nein, das Sekt bringen die, die das Tempel bringen. Das ist Lerchenholz. Grabsen-Lerchenholz. Ja, schmeckt auch fein. Ja. Da kann man den Schlafsack mitbringen. Das ist ja gesund beim Lerchenholz.